Linguistik in 60 Sekunden, Notationen. Wenn man gesprochene Sprache transkribiert, muss man dann eckige oder spitze Klammern verwenden. Wichtig ist die strukturalistische Unterscheidung zwischen konkreter Realisierung einer sprachlichen Einheit und ihrem Systemstatus. Laute notiert man als Phone in eckigen Klammern, Phoneme als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten des Sprachsystems in Schrägstrichen. Die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten des Systems, Morpheme, werden durch geschweifte Klammern notiert, Allomorphe allerdings in der relevanten Literatur mal kursiviert oder in spitze Klammern gesetzt. Neben allen anderen denkbaren Notationsmethoden kann man hier zum Beispiel senkrechte Striche verwenden, die sich auch bei der handschriftlichen Lösung von Übungsaufgaben wesentlich komfortabler umsetzen lassen als Kursivierung. Spitze Klammern werden in der Regel nämlich für die Markierung von Graphemen eingesetzt, während Graphen ohne spezielle Notation geschrieben werden. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist also, wenn man realisierte Laute transkribiert, verwendet man eckige Klammern.